Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Z. Wir spielen Level 15 Swamp Fever. Und insgesamt gibt es wie gesagt 20 Level. Wir nähern uns also dem Ende. Start zu 100% erfolgreich. Nennst du das vielleicht ein Startschraubenhirn? Nette Landung, aber zu wie viel Prozent war sie denn erfolgreich? Das wissen wir jetzt gar nicht. Das ist ja merkwürdig. So, mal gerade gucken, was wir jetzt hier überhaupt wie in welcher Reihenfolge machen. Mit dem darum vielleicht, mit dem vielleicht darum. Oh, lol, what? Der hat mir direkt meinen anderen Panzer kaputt geschossen. Das ist ja weniger nett. Jetzt fahren beide da hoch. Moment, warum? Nein, das geht nicht über die Brücke. Versuch nicht schon wieder über die Brücke zu fahren. Grrr. Wo sind meine Einheiten? Wo sind alle? Ach, die sind alle im Sumpf. Ich dachte gerade so, hä? Wo sind auf einmal alle meine... Wo ist auf einmal meine ganze Infanterie? Alles im Sumpf versteckt. Okay, den Jeep habe ich jetzt zu spät losgeschickt, aber... Ich glaube, das passt schon. So, die holen dann bitte mal das da. Okay, was machen wir hier? Laser klingt gut. So, hier wäre es natürlich ein Traum, wenn wir diesen Medium-Panzer da irgendwie kriegen. Ich hätte vielleicht beide Infanterien nach links schicken sollen? Ich weiß es nicht. Der Gegner hat diesmal auch gar nicht so übertrieben viele Einheiten, ne? Fällt mir gerade auf. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Map hier ganz passabel wird. Zumindest nicht irgendwie, dass er jetzt schon direkt... Nein, nicht da. Nein, außenrum bitte, danke. Nicht schon wieder mittendurch. Das geht nämlich nicht. Es wäre super toll, wenn die KI da das nicht immer versuchen würde. Nein, nein, das geht nicht. Nicht da hoch. Bitte hier hin erstmal, danke. So, jetzt haben die den Kran geholt, aber nicht den Dingspanzer. Okay, ich könnte riskieren. Nee, ich mach's glaube ich nicht. Also meine Überlegung war, dass ich mit dem Kran einfach die Brücke in der Mitte repariere und dann direkt durchfahre. Aber das ist natürlich super gefährlich. Muss auch im Auge behalten, ob der Gegner das macht. Der hat da zum Beispiel gleich einen Kran und da oben noch einen. Wäre natürlich super gefährlich, wenn er das macht und dann einfach mit den Einheiten dann durchzieht. So, schwerer Panzer 5 Minuten klingt akzeptabel. Die ziehen wir weiter hoch. Wir bräuchten eigentlich noch... Okay, kleine Änderung. Du holst dir bitte den Panzer. Der Panzer hier unten wird einfach von einer der Lasereinheiten dann eingenommen. Das ist okay. So, der geht bitte dahin. Der Jeep hält vielleicht potenziell Infanterie hier ab. Hey, ich wundere mich richtig, dass er so wenig Einheiten hat. Aber guck mal, er spielt auch irgendwie ein bisschen komisch auf einmal... Ich weiß nicht, ob die KI da ein bisschen broken ist oder so. Genau, und das hier muss ich verhindern. Das darf nicht passieren. Der Kran darf nicht die Brücke reparieren. Und auch der andere Kran, den er rechts hat, darf das auch nicht. Boah, Krane halten auch so mega viel aus, aber die machen zum Glück keinen Damage. So. Genau. Wenn er das nämlich nicht machen kann, ich stelle meinen hier auch nur so hin, dann stehen seine Einheiten da alle überflüssig. Das ist genau richtig. So, ich ziehe den Pass jetzt in die Mitte oder links hoch? Ich glaube, Panzer nach rechts und mit den Einheiten versuche ich mir die Flagge hier oben zu holen. Also mit den Kriegern. Vielleicht klappt das sogar. So, und dann kriege ich hier gleich noch einen Medium-Panzer. So, und ihr lauft bitte nicht bis in die Range des Panzers. Danke. Und der kommt auch hier mit hin. Okay, so. Du holst dir bitte den Panzer. Du reparierst bitte die Brücke. Du nimmst die Flagge ein. Du nimmst die Flagge ein. Okay. So, das sieht ja jetzt erstmal gerade tatsächlich ziemlich gut aus. Also, bin verwundert. Also, das größte Kriterium oder das größte Fail-Potenzial wäre tatsächlich, wenn er hier die Brücke baut und plötzlich seine Einheit rüberschickt. Ich weiß nicht, warum die KI da gerade so dran kaputt geht. Das habe ich so eigentlich auch nicht in Erinnerung, dass das so ein Problem ist. So, jetzt muss man ganz vorsichtig sein, damit er nicht aus Versehen gleich meine Fahrzeuge kaputt macht. Meinen schweren. Oh, alle drei auf einmal getroffen. Hervorragend. Ein Traum. Ein Traum bisher. Was ist los, ey? Ist ja viel zu easy. Oh, wegziehen. Oh, scheiße, Haubitze. Oh, yes. Alles klar. Alles drei gekillt. Und unser lebt noch. Ja, das war ja irgendwie absolute Kinderkacke, möchte ich fast sagen. Also, das war ja übertrieben einfach jetzt. So, was kommt da links? Ja, das kann uns auch alles nichts. Also... Das ist im Grunde ist das schon gewonnen. Ja,
hat keine großen Panzer mehr oder so. Ohne war es das. Traue mich jetzt natürlich gerade nicht, die Haubitzen da schon anzugreifen. Das würde jetzt wahrscheinlich noch nicht so gut klappen. Mit einem fast kaputten Panzer. Ja, der Jeep kann ein bisschen aggro ziehen. Oh, na toll. Jetzt habe ich den Jeep auch noch verloren. Na komm. Dann, ich weiß gar nicht, ob der Medium hat, glaube ich, nicht genug Range, um theoretisch bis da dran zu schießen. Oh, wir können aber hier mit den Kriegern auch ein bisschen baiten und dann kann der Medium-Panzer da einfach drauf schießen. Wobei ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass der Jeep nicht da mir jetzt in die Quere kommt. Der schießt lieber auf den Jeep. Oh, jetzt habe ich eine Haubitze kaputt. Das ist ja echt chillig. Das ist jetzt gerade so gut. Hä, das ist ja alles richtig broken gerade. Okay, also Rest beschleunige ich mal. Und gewonnen. Ja, also das war echt einfach. Da brauchte ich mich jetzt gerade, also schon fast ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Also, naja. Hab ich nicht gleich gesagt, dass das ein netter, ruhiger Urlaub wird hier unten? Klasse, nur ein bisschen laut für meinen Geschmack. Hey, solange es ungefährlich ist, kann es dir doch scheißegal sein. Amüsier dich. Ich auch. Bringt eure beiden Bleihärsche in Bewegung und macht das Schiff startklar. Dieser Sektor ist gesichert. Alle gegnerischen Einheiten wurden ausgeschaltet. Wow, total leergefegt. Cool. Es sind halt immer die gleichen Videos, nur mit einem anderen Hintergrund. Also wir haben echt nur die Farbe vom Planeten geändert. Okay, Light Brigade. Interessante Map auf jeden Fall. Ich weiß auch schon warum. Lass mich doch fahren. Nein. Langsamer. Landung zu 100% erfolgreich. Alles klar. Anscheinend, ich weiß nicht, ob die Leute über mir da ihre Möbel umräumen oder was los ist. Tut mir jedenfalls leid, dass die ganze Zeit da irgendwelche Hintergrundgeräusche sind. Ich hoffe, man hört die nicht allzu sehr. Vielleicht hört man sie auch gar nicht und ihr denkt euch jetzt, what? Was erzählt ihr da? Kann auch sein, weiß ich nicht. Ja, wollte ich nochmal kurz erwähnt haben. Okay, die ziehe ich, glaube ich, mit nach links. Was ist denn mit ihm hier los? Warum steht er da so alleine so hier drum? Was? What? Das Spiel ist broken. Was ist da los? So, du holst dir die Flagge. So, warum ist diese Karte interessant? Das hatte ich eben mal einfach so rausgehauen. Und zwar ist das die erste Karte, wo wir in diesem Ding hier unten links die letzte Einheit tatsächlich bauen können. Also die letzte Einheit, die jetzt noch hinzugefügt wird. Oder? Nee, ich glaube, es könnte noch eine andere fehlen. Jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Also ein weiteres Geschütz. Ich bin gerade nicht ganz sicher, ob das da geht oder nicht. Wir werden es ja gleich sehen. So, also wir ziehen erstmal das hier alles weiter hoch. Was wir hier bauen können, ist nämlich... genau, wir können beide schon bauen. Also es gibt noch einen Raketenturm, der sieht so aus. Und der krasseste Panzer... Ach, Kranen kann man hier anscheinend übrigens dann auch bauen. Und das ist eine Mo-Rakete, habe ich die früher mal genannt. Ich weiß gar nicht, wofür das Mo steht. Multiple Objectives oder sowas. Also Mehrfachziel-Raketen oder so, weil er mehrere Raketen schießt. Ich weiß es nicht genau. Irgendwie sowas wird sein, denke ich. So, hier kann auch schnell das Fahrzeug ändern und dann müssen wir auch schnell in die Mitte. Denn hier, genau, das ist jetzt einer der entscheidenden Kämpfe auf dieser Karte. Hau ihn weg. Und hau ihn weg. Ah. Yes, sehr schön, cool. Damit kriegen wir nämlich die Mitte hier. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich hier mit dem schweren, mit dem mittleren Panzer, meine ich. Ja, der macht Verdeck auf. Los, schießen raus. Verdeck ist offen. Manchmal, zwischendurch. Jetzt irgendwie nicht mehr. Komm, mach Verdeck auf und schießen raus. Jetzt vielleicht mit den Psychos? Nein? Okay, nein, klappt nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Oh, scheiße, die laufen gar nicht weiter hier. Okay, also ihr sollt dahin. Und die kommen dahin, genau. So, das Ding ist, ich kann jetzt nicht viel weiter hier mit. Wobei der die Haubitze noch nicht eingenommen, interessanterweise. Und zwar genau, weil er die Haubitze da hat. Die Sache ist, er wird mich hier nicht 5 Minuten lang in Ruhe lassen. Also die Frage ist, ich muss das auf jeden Fall gleich wechseln, denke ich noch. Das habe ich vielleicht ein bisschen... Voreilig kriege ich die Haubitze? Ne, die kriege ich nicht von hier kaputt. Okay, der bleibt einfach nur in der Mitte. Oh, ja, das kriege ich in 8 Sekunden leider auch nicht mehr, aber ist auch nicht weiter schlimm.
Was ist hier? Ne, Krieger will ich nicht. Ich will irgendwelche sinnvolleren Einheiten. Geht Laser? Nein, dann machen wir Kämpfer. Okay, so, genau. Der nimmt mir den Sektor hier nämlich gleich weg. Das muss ich gleich noch schnell ändern, sonst kriegt er gleich den schweren Panzer. So, das ziehen wir hier hin, das ziehen wir hier hin. Wo fährt der genau hin? Der fährt mitten auf meine Burg zu. Okay. Holt er sich nicht die Flagge? Ach, die Infanterie wird sich die Flagge holen. Ach, ich ändere es lieber. Sicher ist sicher. Machen wir einfach irgendwas Kleines. So. Gut, den ziehen wir hier hin. Hier machen wir irgendwas Größeres. Mittel ist okay. Da hat er die Haubitze. Das kriege ich also nicht. Da komme ich nicht her mit dem Medium. Genau, der Sektor ist weg. Und hier muss ich das Fort verteidigen. Okay. Gut, aber insgesamt macht das alles den Eindruck, als wäre das durchaus machbar. So. Ich würde mir gerne das Geschütz hier gleich snacken. Ich muss jetzt erst einmal hier verteidigen gerade. Ja, es hat gut angefangen, würde ich sagen. Können hier mal gerade kurz einen Schuss machen. Ja, toll, er kann halt viel zu weit schießen eigentlich, aber. Okay. Okay, wir haben noch beide Geschütze, sehr gut, alles klar. Gut, dann hol du dir bitte das da. Ihr verteidigt hier, danke. Komm, schieß einmal noch drauf. Wobei, die könnten auch hochgehen. Genau, die da holen sich das da gerade, wenn sie das noch schaffen in der Zeit. Und okay, das sieht okay aus. Da kommt gleich ein Dings. Genau, schick einfach alles durch die Mitte, was du hast. Das ist okay. Da steht mein schwerer Panzer, der macht das dann. Okay, also das Problem hier ist, ich komme hier nicht einfach durch, weil die Haubitzen mich abschießen können. Und dann ist der schwere Panzer weg. Sonst würde ich da nämlich einfach gerade durchfahren. Okay, hä, schon wieder Krieger? Habe ich das nicht geändert hier? Ne, habe ich scheinbar nicht geändert. Scheiße. Kämpfer. Naja. Gut, so, was kriegen wir hier? Zwei Medium-Panzer haben wir. Mit denen könnten wir das durchaus schaffen, dass wir uns die Haubitze hier snacken. Ach, scheiße, jetzt haben wir da oben das verloren. Gut, dann muss ein Panzer das eigentlich sich wiederholen. So, wie sieht's hier sonst so aus? Da kommt gleich noch der nächste Jeep. Das ist aber alles im Rahmen. Okay, also wir können hier die Haubitze einfach mal probieren. Wird schwierig mit nur einer Einheit und kann die fliehen? Ah, scheiße, ja, der Panzer sollte natürlich die Schüsse da nicht abkriegen. Das ist natürlich weniger gut. Oh, scheiße, jetzt aber schnell. Fahr hin, fahr hin, fahr hin. Schieß, 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 schieß. Ah, Alter. Ja, Haubitzen sind krass. Okay, oh mein Gott. Sagt er auch noch selber. Alles klar, da kam eben ein Jeep raus, der wurde direkt kaputt gemacht. Das ist sehr cool. Unsere Krieger schaffen es vielleicht, hier diese Flagge wieder einzunehmen. Hier sind nochmal welche gestorben, das ist auch sehr gut. Also jetzt steht nur noch eine Haubitze. Ich weiß nicht, ob ich hier ganz knapp dran langkommen könnte. Das könnte sein. Oh, die haben meinen Panzer kaputt gemacht. Scheiße, jetzt ist ja alles unbewacht. 3 Minuten 20 Sekunden. Das ist ganz, ganz schön kacke. Was macht ihr da? Ihr steht da nur dumm rum. Das ist auch nicht so gut. So, ja, das muss sich ändern hier. Das geht so nicht. Du kriegst nur einen Jeep. Die Flagge kann ich nicht halten. So, geht das? Ich will es ganz vorsichtig ausprobieren, weil der Schwere hält echt alleine die komplette Mittelfront. Aber da will ich also nicht jetzt den verschwenden. So, Fahrzeug hergestellt. Was kriegen wir denn? Ein Medium. Der sichert uns welche Flanke? Die rechte Flanke, würde ich sagen. Was kriegen wir hier? Noch ein Medium in 30 Sekunden? Okay, dann fahr du lieber in die linke Richtung. Das ist viel besser. Das ist chillig. Hatte ich jetzt hier eigentlich die Rakete? Okay, das war auch vielleicht nicht die klügste Entscheidung. Na gut, also es sind 1,5 Minuten fertig. Aber es frisst natürlich echt super viel Zeit jetzt am Anfang, wo ich schon vielleicht 2 Medium-Panzer in der Zeit hätte kriegen können. Jetzt muss ich mal gucken, klappt das? Hier dran vorbei? Wenn nicht, muss ich ganz schnell zurückziehen gleich, deswegen. Oh, geht das nicht? Ziehen erstmal da, möglichst weit rüber. Okay. Komm ich da echt dran vorbei? Chillig. So, was machen die? Nichts Sinnvolles, okay. Oh, der darf natürlich jetzt nicht zu weit fahren, wenn er hier... Genau, alles klar, okay, das sieht gut aus. So, die haben das zurückgeholt, dann holen wir uns hier das. Und die kommen auch damit hin, wer ist wo überall? Kommen ihr da auch mit hin? Mein Panzer... Nein! Er hat noch einen schweren Panzer! Scheiße, wo kam der denn jetzt her? Den hat er wahrscheinlich oben gemacht, wo ich hier meine Rakete mache. Also hier hat er den wahrscheinlich gemacht. 4 Minuten fürs nächste. Könnte der nächste schwere sein in 4 Minuten. Ja, das käme hin. Was versucht er hier? Scheiße, er holt sich die Flagge, oder was? Nee, das muss ich mal hier direkt verteidigen. So, das hier sieht aber alles ziemlich gut aus dafür auf dieser Seite. Ihr holt euch bitte einfach die Flagge. Er nimmt mir jetzt die Flagge weg. Und dann auch hier gleich die nächsten Kämpfer, das ist blöd. Das ist ärgerlich. Dafür habe ich hier gleich 2 Medium-Panzer. Das ist also... Das macht das wieder in Ordnung. Das sind nur Krieger? Ach, chillig, das ist ja cool. Mit den Kriegern... Nee, also... Wobei, der ist fast kaputt, ne? Also, der verliert schon Öl. Das ist so das Zeichen für...
fast hinüber. Zieh den einfach mal bis da. Der kommt auch bis da. Das kommt bis da. Und jetzt habe ich hier meine Rakete. Alles klar. Gut, die Rakete soll einfach mal in die Mitte fahren. Und ab jetzt machen wir aber, ich glaube, sogar leichte Panzer. Falls überhaupt noch mal einer durchkommt, dann sollte das in den nächsten paar Minuten passieren. Jetzt hat er da ein Geschütz hingestellt. Okay. Naja, soll mich nicht stören. So, das bitte bis dahin. Die Mitte ist jetzt eben das Hauptding eigentlich. Weil, Moment. Achso, ich ziehe die Rakete in die Mitte, ne? Ja, richtig, genau. Nicht, dass die gleich völlig unverteidigt ist. Okay, so. Ihr kommt alle bis dahin. Du schießt mal das gerade bitte frei. Denn es könnte klappen, dass wir da uns dann mit dem kleinen Patzer das holen. So, und ihr kommt auch einfach alle in die Mitte, einfach nur um mehr Verteidigung dazu haben. Alle bitte auf den gleichen Fleck, danke. Zumindest in die Nähe. Ach, scheiße. Oh, what? One-hitted? Der hat aber vorher schon Damage bekommen, oder? Alter, wie viele Einheiten er in der Mitte hat. Die ganzen Jeeps, die ich ihm vorher gelassen habe, quasi. Scheiße, eigentlich muss ich genau zur Haubitze. Das ist viel wichtiger als Kämpfer da. Los, schieß die Haubitze ab. Was macht ihr? Nicht blöd rumlaufen. Haubitze abschießen. Oh Gott, ja gut, das hat natürlich gar nicht geklappt, wie man sieht. Gut, du verteidigst das. Wie sieht die Mitte so aus? Er zieht langsam weiter raus, okay. Gut, die Flagge da, die brauche ich vielleicht nicht unbedingt. Was kommt denn hier? Ein Medium. Okay, dann schicke ich den da gleich hin. So, das wird jetzt schwierig, hier die Mitte zu halten. Und man sieht auch diese Rakete, die wir haben, also die ist echt super langsam. Also diesen Raketenpanzer da. Also der fährt super langsam, meine ich damit. So. Okay, gut. Das ist jetzt so ein bisschen das Entscheidende hier. Ich muss auf jeden Fall mit der Rakete den kaputt kriegen. Sieht das alles ganz schön schlecht aus. Das Ding ist, bei dieser Rakete, die ist auch sehr, sehr unzuverlässig leider. Also die schießt auch extrem langsam, ist so mitunter das Problem. Vielleicht gar nicht so gut, dass ich meine Einheiten da gerade so mit hinschicke. Aber sie macht eben übertrieben viel Damage. Also genau, wir sehen das jetzt einmal. Und selbst die Raketen fliegen super langsam, was ja auch noch überhaupt keinen Sinn macht. Aber das ist jedenfalls so der Punkt. Und ich glaube, das hat ein bisschen mehr Reichweite als sein Panzer. Genau, und jetzt wegziehen. Okay, müsste fast kaputt sein, vielleicht nicht ganz. Mach den Jeep mal bitte kaputt. Mal so nebenbei, danke. Der zieht jetzt einfach hinterher. Okay, das müsste gehen. So, mit dem Medium müsste ich eigentlich das da oben ohne Probleme kriegen. Und die hier muss ich weiter rüberziehen. Der da versucht, das da einzunehmen. Der hier darf nicht zu nah dran. Man sieht das schon. Das ist sonst ganz gefährlich. Okay. Zieh die erstmal da hin. So, wie sieht's hier aus? Ah, gut. Hat schon gewonnen scheinbar. Cool. Okay, du holst dir das. Oder ihr holt euch das. Das geht auch. Wo wird noch ein Fahrzeug hergestellt? Ach, hier jetzt der leichte. Okay, alles klar. Holt euch das da einfach. Hä, was verliert der hier? Alter! Ach, der hat fast gegen das Geschütz verloren. Oh, scheiße, der ist leer geschossen. Den mache ich direkt kaputt. Also das geht übrigens immer mit einem Schuss, konnte man gerade auch sehen. Wenn das leer geschossen ist, genauso wie man Granaten und so weiter mit einem Schuss kaputt machen kann. So geht das auch mit. Wie weit kann der denn? Wie gesagt, je weiter... Oh, scheiße, das war zu weit. Wie gesagt, je weiter, desto mehr Damage macht das auch. Okay, was haben wir hier? Noch ein Medium, das ist auch gut. Du hast dir das geholt. Hier probieren wir gleich die Haubitze. Das hier ziehen wir erstmal alles weiter hoch. Hier, weg, weg, weg. Genau, ja. Alles klar. Und weg, 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 weg. Ah! Yes, yes, yes. Schön dodgen. Und wie viel Schüsse hältst du aus? Zwei, okay, alles klar. Gut, der kann auch... Oh, scheiße, er hat noch einen neuen schweren. Oh, oh, das ist gefährlich. Du holst dir bitte das da. Und ihr, also vor allen Dingen du, holst dir die Flagge und du musst eigentlich einfach straight durchfahren. So. Du schießt da bitte drauf. So, und das hier wird jetzt nochmal ein kritischer Fight. Gegen seinen schweren kriege ich das hin gleichzeitig ungefähr. Könnte klappen einigermaßen. Oh ja. Oh yes. Ja los, hauen weg, hauen weg, hauen weg, hauen weg. Schieß! Fuck, okay, er lebt noch gerade so, glaube ich aber. Genau, der ist auch sehr, sehr langsam. Der kann viel Leben nicht mehr haben. So, dann alles andere, was wir so haben, jetzt einfach zum Ziel ziehen. Also, jetzt ist es eigentlich schon wieder so gut wie gewonnen. Auch wenn selbst hier gleich der Panzer noch kaputt geht oder so, aber das geht alles schon. Das haben wir. Wir ziehen den, glaube ich, sogar mal weg. Machen die Einheiten noch. Und ich glaube, den Rest können wir wieder bedenkenlos in Zeitraffer machen. So, und da haben wir es dann auch.
sehr schön. Ich habe es jetzt einfach durch Damage gemacht. Mir war es zu blöd, da mit den Hobbitsen wieder rumzufrickeln. Genau. So, und das war, glaube ich, auch die letzte Map auf diesem Planeten. Wir waren heute richtig gut, aber da draußen warten noch ein paar andere Planeten auf uns. Und erst, wenn unser Sieg vollständig ist, geht die Party los. Ein paar andere stimmt eigentlich gar nicht mehr. Und zwar, ich weiß nämlich, also rein vom Map-Design her, genau, es ist jetzt nämlich noch genau ein anderer Planet. Der ist ein bisschen futuristischer, sag ich mal, gehalten. Oder zumindest so bergig irgendwie, ich weiß nicht, wie man das genau beschreiben soll. Jedenfalls erwarten uns jetzt noch 4 weitere Karten und wenn wir nach wie vor 2 Stück pro Runde, also pro Folge schaffen sollten, dann sind wir in 2 Folgen durch. Ich denke aber mal, dass sich wahrscheinlich die 4 Maps insgesamt dann über 3 Folgen oder so hinziehen werden. Mal gucken. Das war es jedenfalls für heute. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst bitte einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns morgen zur nächsten Folge. Tschö!